In den letzten Wochen ist wieder viel passiert in der Welt der modernen Muscle-Cars und das kann nur eines bedeuten, es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Muscle-Car News. Heute haben wir folgende Themen. So viel Leistung hat der neue Shelby GT500 und das kostet er? Erste Details zur Ausstattung der 2020er EU-Mustang-Modelle. Passend dazu, die 2020er EU-Mustangs verlieren an Leistung. Es gibt die Vorstellung der neuen Dodge Charger Widebody Modelle und kurz vor der Enthüllung der brandneuen C8 Corvette gibt es viele neue Details und Leaks. Also legen wir los. Ford hat endlich die genauen Details zum neuen GT500 veröffentlicht. Bislang hieß es ja immer, er wird über 700 amerikanische Horsepower haben, aber jetzt haben wir endlich die realen Fakten auf dem Tisch. Aus dem 5,2 Liter V8 Motor leistet der GT500 770 PS mit 847 Newtonmeter Drehmoment. Damit übertrifft er richtig locker die 717 PS eines Challenger Hellcats oder eben die 659 PS eines Camaro ZL1. Man kann also schon gespannt sein, was Reviews aus diesem Wagen rausholen und was für Rundenzeiten er wirklich fahren wird. Dazu sei gesagt, dass der GT500 aber nicht offiziell nach Europa kommt. Da muss man sich also an seinen Importeur des Vertrauens wenden. Aber was das kosten wird, da kommen wir jetzt nämlich zu. In den USA startet der GT500 bei 70.300 Dollar. Dazu kommen noch knapp über 1.000 Dollar Auslieferungsgebühr und so eine Sondersteuer. Und damit liegt der Basispreis bei ungefähr 74.000 Dollar in den USA. Als Vergleich, so ein ZL1 1LE Camaro, der kostet ungefähr 72.000 Dollar und ein Challenger Hellcat Red Eye White Body, der kostet so ungefähr 78.000. Das heißt, der ist eigentlich genau da mittig angeliefert, natürlich noch vor Steuern in den USA. Besonders spannend ist das Carbon Fiber Track Pack. Wer mehr Details dazu wissen will, sollte sich dieses Shelby GT500 Video, wo ich alle Details zu dem Wagen erzähle, nochmal anschauen. Dieses Carbon Fiber Trackpack kostet nämlich stolze 18.500 Dollar. Darin enthalten sind nicht nur diese Dive Planes vorne, sondern auch ein einstellbarer Carbon-Heckflügel, besondere 20 Zoll Carbon-Felgen, aber auch Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen, Recaro Sitze, die Rücksitzbank wird ausgebaut, also alles, dass man das bestmögliche Track Package eben für diesen Wagen hat. Günstiger geht es nur, wenn man das Handling-Package nimmt. Da hat man nur so Kleinigkeiten wie einstellbare Strebenauflagen. Das kostet aber dann auch gleich 1.500 Dollar mit diesen kleinen mehreren Dingen, die da drin sind. Richtig spannend fand ich die Ankündigung der Rennstreifen, die man beim GT500 bestellen kann. Hier hat man nämlich die Wahl, nehme ich einfach Vinyl, wie das halt so üblich ist, ein Stück Folie. Dann kosten diese Rennstreifen 1.000 Dollar, was ja schon viel ist. Sagt man sich jetzt aber, ich möchte das besonders haben, ich möchte die Rennstreifen lackiert haben, dann nimmt Ford in den USA 10.000 Dollar Aufpreis dafür. 10.000 Dollar für lackierte Streifen. Aber da kommt jetzt noch eine Besonderheit dazu, nämlich in den USA ist das leider üblich, dass bei so limitierten Autos die US-Händler ganz genau wissen, dass die Exklusivkäufer unbedingt den ersten haben wollen und dafür bereit sind, richtig Asche hinzulegen. Und deswegen gibt es diese Händler-Markups. Und beim GT500 habe ich euch dieses schöne Bild rausgesucht. Das ist ohne Witz eine Originalnachricht von einem US-Händler. Und der nimmt für einen GT500 75.000 Dollar Aufpreis zum sowieso schon hohen Kaufpreis des Fahrzeugs. Und für eine so eine besondere Version nimmt er sogar 100.000 Dollar Aufpreis. Das heißt, für den GT500 würde man dann insgesamt knapp 200.000 US-Dollar zahlen, plus Steuern und sowas. Falls sich also jemand Hoffnung gemacht hat, dass man den GT500 bezahlbar in Europa fahren kann, also die Preise dürfen bei den Importeuren in Deutschland, die eben so einen Wagen noch zulassen werden, ganz schön explodieren. Also meine persönliche Einschätzung wäre, unter 100.000 Euro schon gar nicht, mit Ausstattung und sowas wahrscheinlich schon eher nahe 150.000 Euro. Das ist schon echt eine Stange Geld für einen Mustang. Wir bleiben beim Thema Mustang. Wir kommen jetzt aber zu den europäischen Modellen. Dort startet ja bald die Produktion für das Modelljahr 2020. Und da habe ich detaillierte Informationen, was sich alles ändern wird.
Offiziell sind diese Infos noch nicht raus, das heißt, es gibt auch noch kein richtiges Pressematerial, aber sobald das kommt, mache ich euch nochmal ein richtig detailliertes Video mit allem zum Modelljahr 2020, aber jetzt schon mal die Kurzform. So entfällt mit 2020 das Premium-Paket 1er Mustang und das Premium-Paket 3 und 4 gibt es jetzt nur noch am Mustang GT, also nicht mehr am EcoBoost. Komplett neu ist für alle GT-Modelle das Mustang 55 Paket. Das lehnt sich natürlich namentlich daran an, dass der Mustang 55 Jahre alt geworden ist. Das erinnert von den Inhalten ziemlich stark an das Black Shadow Paket, was es schon mal gab. Das heißt, es sind viele schwarze Elemente eingebaut, wie das Emblem im Kühlergrill wird schwarz, die Kotflügel-Embleme. Das Dach beim Fastback wird in schwarz gehalten, man hat Designstreifen auf der Motorhaube, aber auch so ein bisschen die Premium-Ausstattung, also Navis mit drin, Bang & Olufsen, Soundsystem, Alcantara-Sitze und so weiter. Dazu haben wir diese schönen 5 Speichen-Design-Felgen, die wir schon von den 50-Years-Modellen kennen aus den USA. Sieht wirklich schick aus, passt also gut zum Auto. Hier sind die Felgen mal beispielhaft gezeigt an dem 50 Years Mustang, das aber das Pre-Facelift. Also nicht wundern, wie gehabt, es gibt noch keine offiziellen Bilder zu den ganzen Sachen. Aber es kann sicherlich nur noch Wochen dauern, bis dann die offiziellen Bilder zu diesem Paket kommen. Ebenso ändert sich auch die Ausstattung beim EcoBoost. Dort ist nämlich jetzt die Klappenauspuffanlage serienmäßig. Ebenso erhält der EcoBoost viele optische Änderungen, die wir von dem High Performance EcoBoost Package aus den USA kennen. Ein extra Video dazu hatte ich schon mal gemacht. Die EcoBoost haben also nun viele Magnetic graue Elemente wie die Außenspiegel, Designstreifen, den Heckspoiler, aber auch der Kühlergrill. So kann man die EcoBoost jetzt auf einen Schlag auf jeden Fall nochmal besser erkennen als nur an dem Kühlergrill vorher. Sollte einen diese Optik, das heißt egal welche Wagenfarbe man nimmt, hier im Hintergrund seht ihr auch das Video von diesem High Performance EcoBoost, der diese Änderung in den USA hat. Wer diese Änderung halt nicht mag, der kann aber auch einen Entfall davon nehmen. Das heißt auch die Außenspiegel werden dann wieder in Wagenfarbe sein und auch die Streifen entfallen. Dazu haben wir mit Modelljahr 2020 auch 4 neue Farben für den Mustang, und zwar Grabber Lime, Iconic Silver, Red Hot Metallic und Twister Orange. Die deutschen Namen dazu fehlen noch, die kommen natürlich dann, wenn die offiziellen Infos zu diesem neuen Modell heraus sind. Aber immerhin kennen wir schon, wie alle Farben wirklich aussehen. Wer noch auf einen Bullet gehofft hat, den muss ich leider enttäuschen. Der Bullet ist zwar in den USA noch weiter bestellbar, aber für Europa nicht mehr. Das heißt, wer einen Bullet haben will, müsste jetzt noch gucken, ob irgendein Händler einen in Vorlauf hat, aber bestellen kann man eben keinen neuen mehr. Kommen wir nun aber zur wichtigsten Änderung mit dem neuen Modelljahr. Und das hat gar nichts mit der Ausstattung an sich zu tun, sondern mit der Homologation der Fahrzeuge. Wer meine anderen Videos gesehen hat, weiß, dass bei dem EcoBoost die Automatikoption entfällt, weil das wohl mit Homologation irgendwie nicht mehr geklappt hat. Aber auch die anderen Modelle werden einen Unterschied merken. Der EcoBoost Handschalter wird nämlich leistungstechnisch fallen von 290 PS auf 270 PS, also schon eine kleine Ecke weniger. Beim GT ist es nicht ganz so drastisch, der Handschalter bleibt so wie er ist mit seinen 450 PS. Wer einen GT mit Automatik bestellen möchte, dessen Leistung wird jetzt auf 440 PS gesenkt, also 10 PS weniger als der vorher hatte. Die Produktion der 2020er EU-Modelle beginnt für den GT am 19. August und für den EcoBoost am 30. September, also etwas später. Einen wichtigen Hinweis hat Ford auch noch dazu rausgegeben, und zwar wer ein Magnetic Ride Fahrwerk bestellt, muss mit einer zusätzlichen Lieferverzögerung von 12 bis 15 Wochen rechnen, also knapp 3,5 Monate ungefähr. Und selbst wenn wir die normale Lieferzeit von den Mustangs uns anschauen, dann muss man einfach fairerweise sagen, wer ein 2020er Modell haben möchte, die werden wohl frühestens zum Jahreswechsel hier dann eintreffen. Wie gesagt, frühestens. Jetzt habe ich schon so viel über Ford erzählt, kommen wir also zu Dodge. Die haben die brandneuen Charger Widebody Modelle vorgestellt. Beim Charger Scatpack ist das Widebody als Package verfügbar. Der Charger SRT Hellcat kommt sogar serienmäßig immer mit dem Widebody. Doch das Ganze ist auch nicht nur eine optische Änderung, die das ganze Auto nochmal aggressiver aussehen lassen, sondern man hat auch noch ein paar andere Upgrades dazu spendiert, um den Charger noch sportlicher zu machen.
Die Hellcat Whitebody konnte damit auf der 3,4 Kilometer langen Teststrecke von Dodge sogar 2,1 Sekunden schnellere Rundenzeiten herausfahren, während der normale Skatpack Whitebody immerhin 1,3 Sekunden schnellere Zeiten im Gegensatz zum Basismodell rausholen konnte. Neben der 3,5 Zoll breiteren Karosse liefert das Whitebody Package auch schicke 20 Zoll Felgen auf Pirelli Reifen. Dazu kriegt man auch Brembo 6-Kolbenbremsen mit zweiteiligen Frontbremsscheiben, einen einzigartigen Fahrwerkstuning, was eben dem Ganzen nochmal mehr Sportlichkeit geben soll, und natürlich auch die 3-Stufen adaptive Dämpfung, womit man die beste Performance für die Settings Straße, Dragstrip und Rennstrecke bieten kann. Ich habe euch hier nochmal eine Tabelle angefügt von verschiedenen Zeiten, die eben die Hellcat Whitebody und die Skatpack Whitebody Modelle laufen, also 0 bis 60 mph Sprint, Viertelmeile und auch die G-Kräfte. Damit sind beide Modelle die schnellsten Hellcat und Skatpack Charger Varianten, die Dodge je gebaut hat. Bestellt werden können die Whitebody Packages ab Herbst 2019. Bei den Händlern sollen dann in den USA die Fahrzeuge ab 2020 starten. Wer einen haben möchte, muss natürlich in Deutschland zu dem Importeur seines Vertrauens gehen. Zum Schluss habe ich noch ein paar schöne Infos zur neuen Corvette für euch. Zunächst ist ein Bild des echten Hecks der neuen Corvette online durchgesickert. Das seht ihr jetzt hier. Optisch erinnert mich es auf den ersten Blick ziemlich stark an meinen eigenen Camaro, wenn ich ehrlich bin. Mit so ein paar Elementen, die wir auch schon von der letzten Corvette kennen. Ist ein bisschen umstritten im Netz, aber ich sag da immer, lass uns lieber erstmal auf die offiziellen Bilder der Enthüllung warten, denn Leak-Bilder sehen meistens von der Qualität halt nicht so toll aus, geben also auch nicht immer den besten Eindruck vom Fahrzeug. Zur Front gibt es dieses geleakte Bild vom YouTuber StreetSpeed717. Wie glaubwürdig das Bild ist, ist fragwürdig. Das sieht so ziemlich nach Computergrafik aus. Kann natürlich trotzdem offizielles Bild sein, was durchgesickert ist. Aber wir werden es die Tage erfahren, ob es eben real ist oder nicht. Aber Chevy hat natürlich auch offizielle Teaser schon mal rausgehauen, die ein bisschen die Stimmung anheizen soll. Wir sehen hier das offizielle Lenkrad der neuen Corvette. Sieht ganz schön spacig aus, finde ich. Also sehr modern und passt bestimmt dann auch zum neuen Interieur der Corvette. Und eine Info hat Chevrolet auch noch rausgegeben zur neuen Corvette. Und zwar wird das Basismodell wieder den Namen Stingray tragen. Und dazu hat man das offizielle Logo jetzt schon rausgegeben. Und so sieht es aus. Sieht auf jeden Fall sehr stimmig aus. Man darf gespannt sein, wo am Auto man dieses Logo dann finden wird. Aber man hat auch einen ersten Soundclip veröffentlicht und den hören wir uns jetzt einmal an. Wer es nicht mitbekommen hat, die Corvette wird offiziell enthüllt am 18. Juli in den USA. Es gibt da auch einen Livestream zu, wo man sich die Enthüllung direkt anschauen kann. Für uns hier in Europa ist das jetzt ein bisschen doof, nämlich bei uns landet diese Livestream-Präsentation der neuen Corvette zeitlich auf den 19. Juli um 4.30 Uhr in der Nacht. Wer also so heiß ist auf die neue Corvette, dass er zu dieser Uhrzeit sich den Stream anschauen möchte, in der Beschreibung findet ihr auch den Link, wo man sich direkt den Livestream angucken kann auf der Chevrolet-Seite. Sobald die offizielle Enthüllung raus ist, gibt es aber natürlich auch ein komplett umfangreiches Video mit allem, was ihr zur neuen Corvette wissen müsst. Da jetzt schon Chevrolet Europa auch für diesen Stream wirbt, auch mit deutschen Pressemitteilungen, können wir aber sehr sicher davon ausgehen, dass es auch eine europäische C8 Corvette geben wird. Das war es auch schon mit dieser Ausgabe der Muscle Car News. Was sage ich eigentlich schon? Das Video ist jetzt doch länger geworden, als ich dachte. Ich hoffe, euch haben die ganzen Infos gefallen. Drückt dann gerne auf den Gefällt mir Button am Video oder abonniert direkt meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wahrscheinlich das zur Corvette. Bis dahin, ciao.